Liebe Fonny, hier ist euer Steinwallen. Es ist inzwischen Ende September 41 und die Frage ist, ob das jetzt möglicherweise das letzte Fenster für ihn ist, um noch in diesem Jahr die Sowjetunion anzugreifen. Ich weiß, ich spreche immer zu davon, in jeder Anmoderation kommt dieses Thema auf, weil es mich auch total verwirrt und irgendwie komplett verunsichert, was er da eigentlich vorhat. Naja, wir werden es sehen oder auch nicht. Ansonsten ist unser Aktionsradius relativ beschränkt inzwischen. Wir verteidigen so gut es geht in Algerien und versuchen ja im Atlantik und in der Nordsee irgendwie die Hoheit über das Meer zu erringen und seine Marineeinheiten dort zu erledigen. Das ist das, was wir derzeit tun können. Und dann schauen wir mal, was er tut. Ja, er kommt ran. Wie ich befürchtet habe, haben wir nicht mehr die Gelegenheit, auf 2 aufzuleveln. Er zieht wieder weg. Oder was war das jetzt eben? Kairo wird natürlich jetzt eingenommen. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was das für Auswirkungen hat auf unsere Moral. Seine Versuche, jetzt Narvik einzunehmen. Sind allerdings nicht erfolgreich. Und nun kommt jetzt der Angriff. Naja, sicher nicht mit dem Chor. Okay. Ja, diesmal war er erfolgreich mit seinem Zerstörer. Da müssen wir jetzt wieder wegziehen. Die Frage ist, wo ist sein Schlachtschiff hingezogen? Das würde mich auch mal interessieren. Jetzt gibt es einige Umdisponierungen dort an der Grenze. Aber noch kein Angriff. Was macht er mit? Das ist psychologische Kriegsführung, habe ich das Gefühl. So, jetzt ist alles das, ja, die britische Moral sinkt, ist klar. Die deutsche Moral steigt. Die Eroberung von Kairo stärkt die italienische Moral. Das ist natürlich schade. Franco ist beeindruckt. Das hatte ich befürchtet. Dann stärkt das Interesse der Türkei, den Achsenmächten beizutreten. Und eine ägyptische Legion wird gebildet, um die Achsenmächte zu unterstützen. Und unsere Pioniere haben die nächste Festung erstellt. Puh, außerdem ist eines unserer Korps wieder bereit. Ja, sehr gut. Das können wir auch gleich einsetzen. Wobei, warte mal, das mache ich glaube ich jetzt mal nicht. Da warte ich erst, bis wir das verschifft haben. Und habe ich das jetzt richtig gesehen? Nee, er steht natürlich dort. Ja, alles klar. Wir können es normalerweise auf 2 upgraden. Geht aber jetzt nicht, weil der Gegner dort ist. Ja, und wir müssen jetzt unsere Stellung hier beziehen und halten. Verschanzung ist gut. Der Befehlshaber ist hier gesichert. Wir werden den britischen noch ein bisschen anders umdisponieren, dass hier der Supply maximiert wird. Wobei, ja, ich glaube, es müsste mehr als 8 drin sein, meines Erachtens. Bin mir ganz sicher. Wie ist in Algier die Versorgungslage 10? Das heißt, wenn wir den hier hinbringen zum Beispiel, dann müsste, oder vielleicht sogar dort, dann müsste hier deutlich mehr als 8 drin sein. 10, 9 plus 3 sind 12, 11, 10. Ja, ich glaube, wir können hier noch ein bisschen an der Versorgung drehen. Das sind jetzt unsere einzigen Stellschrauben, die wir jetzt noch haben. Nun gut, ich denke trotzdem ein bisschen über ein paar Sachen nach. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, dann wollen wir mal und wir starten wieder mit der Verteidigung von Algerien. Hier, wie gesagt, leider können wir die Armee nicht auf 2 bringen. Das wäre jetzt sehr, sehr hilfreich, aber der Gegner steht schon hier an der Grenze. Wir werden aber auf jeden Fall das Korps hier in die Berge schicken. Das ist klar. Und wir werden auch den französischen Befehlshaber hier verstärken. Das scheint mir auch wichtig zu sein. Jetzt ist die spannende Frage. Es gibt hier 2 Möglichkeiten. Entweder wir bringen Lord Gort hierhin, um nochmal die Versorgung zu verbessern. Oder wir tauschen ihn aus mit... Ah, wartet mal. Geht das eigentlich? Doch, entlassen, ersetzen, durch. Montgomery, das wäre natürlich jetzt die Alternative. Kostet uns 105. Ja, der könnte aber natürlich hier extrem hilfreich sein, weil sein Befehlshaberwert um 3 besser ist als der von Lord Gort. Ich glaube, das ist jetzt die entscheidende Maßnahme. Ich werde das jetzt durchziehen und tun. Okay, das ist das eine. So, dann haben wir allerdings ein Problemchen. Und zwar, wir müssen hier noch eine Einheit landen, die wir hier herangebracht haben. Und dazu fehlt uns möglicherweise jetzt so ein bisschen der Platz.
Wir könnten sie hier landen, weil ich würde gerne auch die Jagdflugzeuge noch wieder auf 10 bringen. Das wäre eigentlich ganz schön. Aber wir machen vorher mal was anderes. Wir werden mal ausprobieren, ob wir mit dem Schlachtschiff hier eine Küstenbombardierung auf die 4. Armee hinbekommen. Dazu werden wir erstmal mit dem U-Boot hier gucken, ob hier der Weg frei ist. Ja, er ist frei. Wir fahren hier hin und checken mal, was hier passiert. Gegnerbereitschaft 69%. Mal schauen, was wir hier erreichen. Nichts erstmal. Wir sehen, dass die Bereitschaft aber immerhin um 7% runtergegangen ist. Also ist das schon für ihn eine nervige Sache, würde ich sagen. Was mich jetzt nochmal zusätzlich interessieren würde, können wir zum Beispiel auch mit dem Schlachtkreuzer sowas erreichen? Ja, nicht ganz so effektiv. Also 2% nur runtergegangen. Aber kann man machen, würde ich mal sagen. So, als nächstes nutzen wir die Gelegenheit, dass wir unsere taktischen Bomber hier haben und werden einen Angriff fliegen. Ja, jetzt ist nur noch die Frage, wenn wir hier hinfahren, können wir hier ausladen? Das müsste eigentlich möglich sein. Das heißt, wir müssen leider den Flugzeugträger, den bringe ich jetzt mal hier in den Hafen. Da passiert nicht so viel. Ich will den ja mal reparieren. Und den, und jetzt ist die Frage, komme ich hier heil runter? Das müssen wir natürlich wieder testen. Dazu nehmen wir wieder die Terrible, die einen wirklich schrecklichen Job hat. Nämlich, die muss hier immer so eine Art Selbstmordaktion durchführen und hier den Seeweg überprüfen. Wir machen das erneut relativ großzügig. Überkreuzen hier bis südlich der Scilly-Inseln. Und wenn sie dort auf keinen Gegner treffen, dann ist der Weg frei. Das heißt, wir können hier mit dem Transporter mit relativ gutem Gewissen meines Erachtens bis hierhin kreuzen. Die Sache sollte klar sein. Halt, in den Hafen natürlich, weil wir ausladen wollen. Und jetzt ist die Frage. Okay, ich sehe gerade, wir können offensichtlich nicht ausladen. Weil das geht nur noch Algier. Das ist natürlich jetzt dämlich. Ich hätte gedacht, man könnte in die umliegenden Felder auch ausladen. Ach, das ist ja schade. War das nicht immer so? Selbst nach dem Kreuzen hatte man eine Möglichkeit, aber vielleicht nur in das Stadtfeld. Naja gut, dann verschiebt sich das um eine Runde. Ärgerlich. Gut, dann können wir mit gutem Gewissen auf jeden Fall die Flugzeuge wieder verstärken, falls er hier wieder loslegt. Und wir fliegen jetzt mit dem Bomber in Richtung... Ja, sehr schön. Ich hatte vorhin geguckt, da war Schaden 2-1. Das heißt, durch unsere Küstenbombardierung hatte tatsächlich positive Auswirkungen. Natürlich sind Abfanggegner unterwegs, aber unsere Escort müssen auch fliegen. Unsere guten Flugzeuge verstärkt sogar. Machen hoffentlich auch nicht Schaden. Ja, 3 Schaden, sehr gut. 2 bei uns. Wir kriegen allerdings hier auch 2 Schaden. Die kriegen nochmal einen Schaden. Und hier, ja, immerhin Schaden reinbekommen. Okay. Ich denke, das ist eine Sache, die sich durchaus lohnt. Da komme ich nämlich gleich zu diesem Thema, denn die können wir direkt auch mal verlegen. Hierhin, das werden wir dann schön immer im Wechsel betreiben. Jetzt ist bloß die große Frage, wohin? Ja, es ist vielleicht besser, wenn wir die mittleren Bomber, die wir im Moment nicht zum Einsatz bringen, hier ein bisschen zurücklegen. Und dass wir die dorthin bringen, da ist die Versorgung einfach besser für die taktischen Bomber. Also kommt ihr im Moment dorthin und dann machen wir jetzt die Verlegung. Weil hier bringen sie uns nichts. So, dahin. Ja, das scheint mir ein guter Ort zu sein. Wenn wir die dann beide mal repariert und auf Stand gebracht haben, dann können wir hier im Wechsel solche Angriffe fliegen. Das wird uns sicher helfen. So, ich werde jetzt einen Teufel tun und jetzt hier angreifen. Das hat mich schon einmal, ja, möglicherweise Tunis gekostet, aber das Tunis wäre sowieso gefallen. Also wir werden jetzt weiter hier defensiv stehen. Ich denke, das ist eine gute Sache. So, daher gibt es jetzt vorerst nichts zu tun. Mit dem werde ich hier nochmal ein bisschen... Oh ne, der bleibt mal da stehen. Das finde ich ganz okay. Der überwacht dort das Gebiet. Aber ansonsten haben wir alles... Ja, was machen wir mit der ersten Garnison? Die könnten wir natürlich noch ein bisschen ranbringen. Wer weiß, vielleicht muss hier was ausgetauscht werden. Das ist okay.
Die bringen wir noch ein bisschen hier ran. Okay. Im Gebirge können die durchaus auch was nutzen. Die können sich zum Beispiel mit diesen abwechseln, falls die hier ausgetauscht werden muss. Oder vielleicht können sie sogar hier mit mal das Chor ersetzen. Möglicherweise. Wir werden es sehen. So, die bleiben ansonsten. Damit gibt es meines Erachtens hier in Algerien für uns erst einmal nichts weiter zu tun. Ah ja, das U-Boot bringen wir jetzt hier auch noch rüber. Allerdings werde ich das mal... Na, wir sind auf Jagdmodus. Ist jetzt hier ein gefährlicher Punkt, hier stehen zu bleiben. Wisst ihr was? Wir gehen mal auf Schleichfahrt. Sind wir langsamer? Wir werden auch nicht in den Hafen uns bewegen. Da wird er möglicherweise Angriffe fliegen. Wir bewegen uns hier hin. Soweit, so gut. Das wäre, glaube ich, alles. Au, ja, hier können wir jetzt eine wichtige Sache machen. Wir können jetzt zumindest hier das Chor auf Infanteriewaffen 2 bringen. Zumindest dieses hier. Sehr erfreulich. So, dann gehen wir zum Irak. Hier war jetzt die Idee, dass wir hier auch noch die letzte Stadt erobern. Ich würde sagen, dann positionieren wir uns in Najaf und werden da so ein bisschen versuchen, die Stellung zu halten. Okay, die Ortschaft haben wir auch. Und jetzt bewegen wir uns so zurück. Ja, ich gehe erstmal wieder in diese Siedlung. Aber auf jeden Fall die höchste Versorgung. Vielleicht machen wir da das nächste Mal ein Upgrade, falls das überhaupt möglich ist. Wahrscheinlich erst in Najaf. So, ansonsten gibt es natürlich hier eine interessante Perspektive, über die ich nachgedacht habe. Wir haben ja hier den kanadischen Panzer. Den werde ich jetzt erstmal aufrüsten, so gut es geht. Und zwar auf weiterentwickelt, auf Luftabwehr und auf Mobilität. Also richtig investieren jetzt in diesen Panzer. Und zwar, die Idee ist, dass wir den Panzer gemeinsam mit dem angeschlagenen Befehlshaber... Nee, der ist ja gar nicht angeschlagen. Der taucht irgendwann hier auf. Wir haben ihn ja hier rumgeschickt. Der taucht irgendwann hier auf. Dass wir den gemeinsam mit dem Panzer in den Irak schicken. Weil ich glaube, der Panzer ist als Defensiveinheit nicht ganz so gut geeignet hier in Algerien. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da so viel mit erreichen. Zumal wir jetzt auch weitere Unterstützung bekommen durch ein oder zwei Korps hier noch. Und meine Idee ist, dass wir den Panzer hier im Irak positionieren, hier die Ölfelder mit einnehmen und dann also auch mit dem Hauptquartier und dann hier eine Stellung beziehen und ja, ihn hier in gewisser Weise bedrohen, falls er auf die Idee kommt, tatsächlich hier über den Kaukasus die Sowjetunion anzugreifen. Das ist natürlich ein gewisses Risiko, weil wir unsere geringen Kräfte weiter aufspalten zwischen Algerien und dem Irak. Aber ich habe einfach die Hoffnung, dass wir mit den Mitteln, die wir jetzt hier nach und nach auch wieder hinbringen und mit unseren Flugzeugen, mit unserem Schlachtschiff, dass wir das hier vielleicht halten können. Das ist sozusagen meine große Hoffnung. Ich riskiere es. Dann ist eben der Irak sozusagen unser letzter Posten hier. Mal sehen. Also ich denke, wir sollten versuchen, nicht nur an einem Punkt initiativ zu sein und hier alles zu, ja, hier alles hinzubringen. Ich weiß nicht, ob das nicht unsere Mittel weniger effizient einsetzt, als man sie einsetzen könnte. Aber es ist ein Wabank-Spiel, kann am Ende natürlich auch hier das Ganze verloren gehen. Man weiß es nicht. Gut, das wäre das. So, dann kommt das nächste Manöver. Wir haben hier oben die Rupert Force Spezialeinheit und auch die, denke ich, werden wir nach Algerien bringen, ja, weil ich denke, auch die wird in der Verteidigung ganz gut dastehen. Wir gucken ganz kurz mal an. Wobei, das ist der Transporter, da können wir nichts erkennen. Wir müssen auf jeden Fall kreuzen, aber wegen Regen... Ach, verdammt. Wir können ja gar nicht kreuzen. Oder? Wegen Regen nicht? Ich weiß es nicht. Warum sind wir jetzt hier so lahmarschig? Normalerweise konnten wir doch kreuzen. Das verstehe ich nicht. Gut, wir müssen rausfahren. Hilft nichts. Okay, das hätte ich mir jetzt noch anders vorgestellt. Oh nein! Feindkontakt! Er hat sein U-Boot dorthin gebracht. Scheiße! Scheiße! Das ist gelungen, dieses verdammte Manöver. Ich hab's das letzte Mal noch geahnt. Respekt an den Hobbygeneral. Das hat er gut gemacht.
Das hat er gut gemacht. Das letzte Mal habe ich doch noch, habe ich mir doch noch gedacht, er fährt bestimmt sein U-Boot hier hoch, um mich dort abzufangen. Und da habe ich es noch gesehen. Ja, genau, wir haben es, glaube ich, noch gefunden. Aber jetzt habe ich es einfach schlicht und einfach vergessen. Zwischen dieser und der letzten Aufnahme lagen einige Tage. Naja, soweit zu dieser... Oh Gott. Okay, alles klar. Hier können wir nicht verstärken. Ich hoffe, die halten hier noch ein bisschen durch. Upgrade ist hier nur für die Ortschaft möglich. Mann. Hat sich U377 hier im Regen versteckt. Aber ich hatte auch keinen Zerstörer in Reichweite. Ich hätte höchstens mit dem Schlachtkreuzer dort aufklären müssen. Aber ansonsten, ich säße ja an der Falle, ne? Na gut, ich weiß nicht, wenn es aufgeklärt wäre, dann hätten wir vorbeifahren können, ne? Ja, trotzdem ärgerlich. Aber coole Aktion, Respekt. So, gut. Okay, dann haken wir das erstmal ab und gucken wir mal, ob wir vielleicht hier was machen können. Wir könnten... Ne, da ist ja Regen. Dann lohnt es sich auch nicht, mit dem Flugzeugträger rauszufahren. Ja, die Frage ist, ob wir hier zum Beispiel Upgrade durchführen auf weiterentwickelte Flugzeuge und Langstreckenflugzeuge. Bin mir nicht sicher, ob wir die Produktionspunkte jetzt wirklich dafür übrig haben. Wir müssen uns jetzt ein bisschen auf das Wesentliche konzentrieren. Wir gucken erstmal, wie hier die Lage ist. Genau, wir müssen ja hier noch einschiffen und so weiter. Das ist zum Beispiel jetzt die nächste wichtige Aktion meines Erachtens. Ich bringe jetzt erstmal das Schlachtschiff raus und ja, schiffen wir jetzt direkt ein. Oder machen wir erst ein Upgrade? Nee, komm, wir schiffen direkt ein. Wir machen den Transport 20. So, und jetzt müssen wir den gleichen Weg jetzt hier einschlagen, den wir erkundet haben. Das ist im Wesentlichen dieser Weg und dann hier runter, ne? Das ist unser typischer Weg. Und wir werden dann... wir kommen nicht in den Hafen. Dann versuche ich das nochmal auf direktem Wege. Das sollte doch eigentlich... Ja, so klappt es. Kommt, ich bin mir ziemlich sicher, dass der frei ist. Wir bewegen uns. Das ist nicht die Route, die wir erkundet haben. Ne? Ein gewisses Risiko ist da. Passt auf, wir haben diese Route erkundet. Wenn ich bis hier das platziere und nur noch... Ja, das müsste auch gehen. Okay, den Zwischenschritt haben wir gemacht. Das heißt, das nächste Mal werden wir dann dort auch landen zur Verteidigung. Okay, das wäre das. So, jetzt hier wieder die spannende Frage, wo sind deutsche Schiffe? Und das U-Boot muss eigentlich bei uns irgendwo in den Hafen fahren, um repariert zu werden. Andererseits wollen wir auch hier wieder einen Transport ausschiffen. Nämlich mit dieser neuen Einheit. Man muss mal gucken. Ich denke, wir machen hier mal wieder einen Überflug. Und mit Glück decken wir ein U-Boot auf. Also hier könnte natürlich auch ein U-Boot sein. Aber ich fliege hier einmal wieder hier rüber. Mal sehen, was wir dort so sehen. Okay, da haben wir das U-Boot im Hafen. Das ist ja gut. Das ist sehr gut. Da können wir dann ran. Da können wir ran. Wir haben ja auch noch einen Flugzeugträger, der ist schon ein bisschen angeschlagen, aber wir versuchen uns. Also, fliegen wir erstmal mit unserem Marinebomber. Machen hübschen Schaden. Machen 3 Schaden, sehr gut. So, jetzt ist die Frage, unser Flugzeugträger, der ist im Modus Bomber. Kann der da was erreichen? Ja, er kann auf jeden Fall schon mal hinfliegen. Wir machen das natürlich sofort. Leider nein. Nochmal. Leider nein. Das ist traurig. So. Der Flugzeugträger. Was kann hier noch für ein Upgrade gemacht werden? Marinewaffen. Das ist das eigentlich, was wir genau brauchen auch. Für diesen Angriff. Wir könnten natürlich auch mit dem Zerstörer ranfahren. Auch wenn der im Hafen liegt, gibt es Chancen, dass wir da Schaden machen.
Wir gucken mal, was passiert. 1-0. Achso, das ist Schaden am Hafen. Ja, das wollen wir eigentlich nicht machen, ne? Das sind aber nur noch zwei. Zwei U-Boote, Leute. Wenn wir Schaden am Hafen machen, 10% Chance, dass wir einen Schaden machen, das ist natürlich erbärmlich. Aber ist das so, wenn wir Schaden machen, dann kann er möglicherweise nicht reparieren. Aber er hat Versorgung. Der Hafen ist ein guter Hafen, ne? Ist ein achter Hafen. Ich glaube, da funktioniert das nicht. Ja, ist ein achter Hafen. Aber vielleicht, wenn wir dort liegen, kann er nicht reparieren. Das wäre eine wichtige Sache. Und dann würden wir das nächste Mal das U-Boot wegbringen. Ich denke, das könnte man riskieren. Ich greife trotzdem einfach mal an. Mal gucken, was passiert. Ja, wir kriegen zwei Schaden sogar. Haben beim Hafen nichts erreicht. Aber wir bleiben mal ganz frech hier liegen. Schlachtschiff will ich da jetzt nicht hinbringen. Das ist in Ordnung soweit. Okay, dann, damit wir das nächste Mal zumindest einsatzfähig sind, würde ich sagen, werden wir hier dieses entscheidende Upgrade noch machen. Marinewaffen. Okay, um besser auf U-Boot-Jagd gehen zu können, brauchen wir auch hier unser Upgrade. Da. Tja. Ja. Nee, da belassen wir es mal bei dem U-Boot-Jagd-Upgrade. So, dann haben wir hier oben noch unseren Flugzeugträger. Und hier haben wir einen Zerstörer, den wir eigentlich auch noch verstärken müssten. Das sind jetzt so die wichtigen Marineeinheiten, die wir benötigen. Oder den hier. Den brauchen wir auf jeden Fall. Der wird auch noch, kriegt auch noch sein U-Boot-Upgrade. Okay, dann könnte man natürlich noch unsere Verteidigung hier auf 2 bringen. Oh ja, das ist auch noch eine gute Sache. Nee. Hier. Sicher ist sicher, ne? Hier geht es um die Heimatverteidigung. Da sollten wir nicht sparen. So. Und nun der leichte Kreuzer hier oben. Warte mal, das Schiff können wir eigentlich jetzt auch runterbringen. Das brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Das kann meines Erachtens auch kreuzen. Da gibt es jetzt kein Problem. Allerdings haben wir gar keinen Hafen mehr frei, um hier irgendwas zu erreichen. Nee, haben wir nicht. Bringen wir das erstmal hier hin. Doch, hier hätten wir einen frei gehabt. Eieiei. Gut, weil den leichten Kreuzer, der muss jetzt hier nicht liegen. Aber wo soll er sonst liegen? Bringen wir ihn hier unten mal hin. Weiß. Wenn, dann ist hier unten Einsatz nötig. Okay, wir haben noch 35. Das ist nicht mehr allzu viel. Dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt erstmal auf die Suche. Halt, wir haben doch hier noch einen Zerstörer liegen. Genau, hier brauchen wir auch noch ein Upgrade. Ganz wichtig. U-Boot-Jagd. Okay, und jetzt ist die Frage, wo ist er jetzt hin mit seinem U-Boot? Was denkbar ist, dass er hier unten liegt? Oder er hat sich in diese Richtung verzogen? Okay, das prüfe ich jetzt erstmal, indem wir hier einmal runterfahren. Da sehe ich nichts. Er könnte aber auch hier an der Seite liegen, ne? Das weiß man nicht. Ich fahre die Strecke runter. Er könnte auch da oben lang gefahren sein. Ich fahre erstmal nur ein bisschen. Aha, da haben wir Feindkontakt. Sehr gut. Dann greifen wir natürlich an, verhindern dadurch ein Raid und machen auch nochmal hübsch Schaden. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wir kommen hier sogar nochmal ran. Na, das ist gut. Okay, das war mal ein schöner Einsatz. Prima. Gut. Dieses Schiff, das bringen wir dann auch irgendwo auf Linie.
Ich habe ja keine richtige Ahnung, wie viele er möglicherweise noch irgendwo neu bekommen hat über Zeit. Vielleicht setzt er auch komplett auf den Neubau oder so. Deswegen glaube ich ganz gut, wenn wir jetzt weitere Zerstörer im Einsatz haben. Und jetzt noch die große Frage, unser U-Boot. Ich gehe mal davon aus, dass er seinen Zerstörer hier in Brest wieder zurückgebracht hat. Ja, wo können wir das hinbringen? Wir müssen auf jeden Fall reparieren. Wir kommen leider nicht in den Hafen rein. Außer wir kreuzen. Kreuzen ist natürlich wieder riskant. Ne, wir können auch nicht kreuzen, geht nicht. Ah, das ist natürlich blöd. Wir haben hier noch einen Hafen frei. Den könnten wir freiziehen. Würde es da reinfahren können? Sieht so aus, ja. Das scheint zu klappen. Das heißt, der schwere Kreuzer, den bringen wir dann hier hin. Das U-Boot bringen wir dort rein. Ah, jetzt müssen wir aufpassen. Nicht, dass, wenn wir da am Hafen vorbeifahren, wir irgendwie angegriffen werden. Weiß ich nicht, ob das so ist, aber ich glaube, so können wir fahren. Jawohl. Okay, und hier werden wir dann unser Chor platzieren. Und dann kann das nächste Mal auch hier runtergebracht werden oder verstärkt werden, je nachdem, wie wir so drauf sind. So, damit haben wir nur noch 27 Punkte übrig. Und ich bin noch mal am gucken, ob es irgendwo einen sinnvollen Einsatz gibt. Ja, ich denke hier. Flugzeugtürme Upgrade. Die 17. Das kriegen wir nicht mehr hin. Aber weiterentwickelte Flugzeuge finde ich in Ordnung. Ziehen wir dieses Upgrade auch noch durch. Und dann sind wir zumindest, was die Reparaturen, die Produktionspunkte betrifft, mit den Briten fertig. Schöne Aktion hier oben. Ja. Soweit, so gut. Ich glaube, mehr will ich dann auch nicht ziehen. Die Franzosen haben noch 15 Punkte. Könnte aber sein, dass wir die bald brauchen. Wir könnten aber natürlich auch versuchen, die Jagdflugzeuge hier noch weiter zu verbessern. Aber ist das gut ausgegeben? Weil am Ende, wir kriegen die eh nie wieder irgendwie rüber. Und was sollen wir dort Produktionspunkte rein versenken? Also wenn, dann macht es noch mehr Sinn, die mittleren Bomber hier zu verbessern. Oder wir brauchen Punkte für die französischen Spezialeinheiten das nächste Mal, wenn die dann mal endlich anlanden können. Ja, ich glaube, das ist besser. Oder vielleicht gar um das U-Boot noch. Das sind alles bessere Investitionen. Das lassen wir mal schön sein. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt hier von den Briten und den Franzosen und gehen zu den Sowjets. Und haben jetzt die Gelegenheit, mit den Pionieren hier noch die letzte Verteidigung zu bauen. Und jetzt mal kurz überlegen, lohnt es sich nach Süden die Verteidigung zu machen? Eigentlich nicht, ne? Wollen wir jetzt mal effizient sein, das heißt hier und dort, das ist denkbar, dass wir da verteidigen, aber dass wir von hier aus nach Süden verteidigen, wenn, dann ist Leningrad eh schon gefallen und dann ist es auch alles zu spät. Also gehen wir in die Befestigung, genau das, so ist es korrekt. 40 Tage, sehr gut. Wann kriegen wir dann eigentlich unseren anderen Pionier, den ich in Auftrag gegeben habe? Oh, erst im Januar 42. Naja, aber noch erfolgt ja kein Angriff. Mehr können wir jetzt hier nicht machen. Wir werden aber weiter forschen, natürlich. Und wir haben 300 zur Verfügung. Ja. Und ich denke, um hier schön zu snowballen, ja, Befehlskontrolle finde ich aber auch attraktiv. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Also eine Einheit mehr und einen Befehlshaber zu stellen, das kann manchmal ganz entscheidend sein. Ich würde sagen, wir investieren hier 175. Den Rest sparen wir auf und dann kommen wir nochmal zu den Amerikanern. Da sind wir bei 236, die wir zur Verfügung haben. So, und amphibische Kriegsführung. Bin ich mal überlegen, ob wir da noch einen weiter investieren, weil das wird am Ende einer der entscheidendsten Faktoren sein
für die Amerikaner. Wir könnten aber auch hier weiter in den Panzer investieren. Ja. Gehen wir erstmal in den Panzer. Okay. Gut. Soweit dazu. Dann hoffe ich erneut, dass nichts vergessen wurde. Ich habe nicht hundertprozentig mitgezählt, aber ich glaube, in der nächsten Runde kann es sein, dass unser Befehlshaber hier auftritt, Kairo, oder erst in der übernächsten Runde. Aber dann werde ich, glaube ich, je nachdem, wie sich die Lage hier entwickelt, den Plan mit dem Irak verfolgen. Aber das müssen wir wirklich gut davon abhängig machen. Kann auch sein, dass diese Lage hier so schwierig wird, dass wir sofort hier verstärken müssen. Mal sehen. Mal sehen, was Monty hier so reißen wird. Also, dann beende ich jetzt diesen Zug. Gucken wir mal, was noch für Events kommt. Halt, ich will einmal gucken, das fragt ihr euch bestimmt auch, wie die Moralsituation aussieht. Bei uns 84%, bei den Franzosen bei 56. Die Deutschen bei überragenden 107 und die Italiener haben sich wieder auf 70% stabilisiert. Und was noch vielleicht ganz gut ist, wir schauen mal auf die Diplomatie. Finnland 20% bei der Achse. Wir haben Spanien 26% bei der Achse, Schweden 25, Türkei 26. So ist die Situation. Ich hatte gehofft, dass wir, naja, wir hätten hier weiter investieren müssen, aber die Mittel hatten wir nicht. Aber wenn die Vereinigten Staaten eintreten, dann werden wir Saudi-Arabien auf jeden Fall weiter versuchen, weil das gibt uns dann nochmal weitere Produktionspunkte. Okay, schließen wir das Ganze und beenden diesen Zug. Logistiksprung, sehr schön. Ja, Industrietech, sehr wichtig bei den Staaten. Panzerkrieg Stufe 1 bei der UdSSR. Produktionstech zu Stufe 2, sehr gut. Und wir kriegen alles durch. 340 für Großbritannien, Frankreich nur noch 36, wird jetzt deutlich weniger. Insofern gut, dass wir uns noch ein bisschen was aufbewahrt haben. Okay. Und das war's. Wir sehen uns wieder in der nächsten Runde und Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.